Hallo Leute, willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr dieses Starterhaus hier baut. Ihr könnt natürlich die Holzsorten ändern, weil ihr seht gleich, welche Materialien dafür braucht und somit an euer Biom anpassen. Da unten habe ich das Haus auch nochmal gebaut. Aber ich würde sagen, ich zeige euch erstmal die Materialien, die ihr dafür braucht. Das sind die Materialien, die ihr für dieses Haus braucht hier. Könnt gerne das Video anhalten und euch die holen. Aber ich möchte noch was sagen, und zwar die Tools. Ihr braucht natürlich keine Netherite-Tools, einfach irgendwelche damit während des Bauens. Die habt ihr wahrscheinlich schon. Und falls ihr noch keinen Ender-Dragon-Kopf habt und keine Ender-Truhe, dann am besten lasst ihr die einfach dann weg und ersetzt die Truhen halt durch normale Truhen, und den Ender-Dragon-Kopf, den könnt ihr auch ganz weglassen. Aber ich würde sagen, wir starten auch mal direkt mit dem Bauen. Die Grundfläche, die ihr für dieses Haus braucht, ist 13 mal 9. Also in hier 13 und da 9. Und falls euch interessiert, wo der Eingang ist, der ist dann auf dieser Seite hier. Ich baue auch das Haus extra jetzt im Überleben vor, weil ihr baut es ja auch im Überleben, damit ihr auch seht, wie das am besten funktioniert. Also ich habe schon mal hier das Grundgerüst quasi aufgebaut. Das habt ihr ja gerade eben schon gesehen. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal hier jede der Säulen noch vier weitere drauf, dass es fünf hoch ist. So, auf der letzten Säule bleibt ihr am besten oben stehen. Sneakt am besten auch, nicht so, sondern so. Und baut dann hier einmal außenrum auch nochmal einen Rahmen. So, wenn ihr fertig seid, dann hoffentlich habt ihr keine Baufehler gemacht wie ich. Dann könnt ihr euch die Eichenholztreppen nehmen und die setzt ihr dann einfach hier einmal in jede Ecke rein. So, wenn ihr das habt, dann können wir auch jetzt auch direkt mit dem Innenraum quasi beginnen. Ihr könnt einfach mal hier unten eine Reihe lang ziehen. Hier kommt die Tür hin, da könnt ihr den Block auch weglassen. Dann könnt ihr einfach, also hier kommt dann ein Fenster hin. Ich markiere euch jetzt mal die Fenster hier so. Dann kommt hier noch ein Fenster hin. Und hier ist kein Fenster. Hier natürlich auch nicht. Das können jetzt einmal bis auf diese Höhe hier alles hochziehen. Und hier macht ihr einfach einen Rahmen drumherum. Aber nicht da oben, wie ich schätze. So, wenn ihr das dann habt, können wir auch direkt den nächsten Schritt machen. Und zwar kommt hier innen drin so ein Tor quasi rein. Da könnt ihr auch gleich hier Falltüren hinsetzen. Und in die Ecken kommen dann nochmal Treppen. So, dann können wir auch mit dem Boden direkt schon beginnen. Hier innen kommt noch ein Beinrahmen eher außenrum. Das könnt ihr aber einmal ausgraben und dann hier Fichtenholzstufen reinsetzen. Hier außen könnt ihr dann nochmal genau dasselbe machen. Ohne Rand, ah, diesmal. So, ich habe auch gleich mal den Stein geholt. Den müsst ihr auch hier drunter setzen, weil da drunter kommt später noch ein Keller. So, wenn wir dann gleich dabei sind, können wir auch hier außen, lautet euch einmal die Laterne hier rein und das Ding. Nehmt ihr so, hier kommt nur eine hin, drin kommen auch noch welche hin. Die Tür setzen wir ja später rein. Und jetzt können wir auch dann direkt die Bepflanzung hier außen machen, also die Blumenkästen. Dafür habt ihr ja auch schon genug Erde von drinnen. Wahrscheinlich habt ihr auch noch welche extra gefarmt, da habt ihr halt ein bisschen mehr Erde. So. Und danach müsst ihr einfach warten, bis diese hier grün werden. Dann könnt ihr auch Falltüren nehmen und die könnt ihr dann hier außenrum einmal dran setzen.
Jetzt könnt ihr euch dann auch die Bepflanzung holen. Falls ihr nicht wisst, wie ihr an Gras kommt, das könnt ihr einfach mit einer Schere abbauen. Aber jetzt sagen wir, setzen es einfach mal. Ihr könnt einfach so random, ihr könnt auch noch ein bisschen mehr natürlich hinsetzen, als ich jetzt mache. Also dann braucht ihr einfach mehr Blumen. Oder ihr könnt auch andere Blumen hinsetzen. Das ist ja eigentlich egal. So, wenn ihr das dann habt, könnt ihr nach innen gehen und euch eure Glasscheiben nehmen und die einfach mal in alle Fenster reinsetzen. Als nächstes könnt ihr dann hier auch gleich mal den Boden einziehen. Das sind hier Fichtenholzstufen. Einfach hier einmal hier füllen. Außen jetzt eine Besonderheit. Und zwar hier könnt ihr dann hier das freilassen. Also hier, weil hier ist die Treppe. So, und dann können wir auch direkt mit der Treppe beginnen. Die könnt ihr einfach nachbauen, aber es ist, denke ich, relativ einfach, das nachzubauen. Einfach so immer ein Stückchen höher, bis ihr dann eben oben angekommen seid. Dann könnt ihr ja oben auch gleich weitermachen. Dann braucht ihr jetzt eure Fässer. Da müsst ihr einfach einmal hier einmal entlang ziehen und dann könnt ihr auch direkt das Treppengeländer machen. Das einfach hier außenrum machen. Ich würde hier freilassen, damit man einfach besser runtergehen kann. Dann könnt ihr auch nochmal nach unten gehen. Denn hier kommt noch ein Block hin, denn hier kommt so ein Geländer hin quasi, also eine Stütze ja gesagt. Und den Block könnt ihr nochmal austauschen. Da kommt so einer nochmal hin. Und als nächstes kommt dann da auch noch eine Laterne dran hier. Dann könnt ihr mit den oberen Teil starten. Hier kommen jetzt drei hohe Säulen an jeder Ecke und auch an den hier einfach wieder alle Säulen drei höher ziehen. Danach könnt ihr einfach wie gewohnt hier wieder außenrum einfach das zuziehen. So, sind wir jetzt auch schon damit fertig. Jetzt kommen wir hier zu den Fenstern. Da ist die Besonderheit, hier nehmen wir keine normalen Fenster, sondern hier nehmen wir natürlich Falltüren. Da gibt es so einen kleinen Trick. Ihr macht einfach die so aufstellen, dann geht ihr hier rüber, sneakt hier, setzt ihr so und so zieht ihr das einfach einmal bis nach drüben hier durch. Und dann könnt ihr einfach alle einmal umklappen. Und nicht wundern, ihr kommt ja auch wieder raus, indem ihr so macht, und dann seid ihr wieder hier drinnen. Das ist bei allen Fenstern so, außer bei dem Fenster hier hinten. Hier hinten ist gar kein Fenster. Also hier hinten könnt ihr einfach komplett mit Fichten Falltüren zuziehen. Dieses Problem hier werdet ihr nicht haben, weil ich habe sie am Anfang in der Materialienliste korrigiert. Wenn es dann fertig ist, könnt ihr einfach hier einfach außenrum einmal Fichtenholzstufen ziehen. Und hier durch die Mitte könnt ihr es übrigens auch machen. Einfach einmal durchziehen. Und an diesen Stellen hier kommen nochmal Treppen rein. Also Fichtenholztreppen kommen da einfach rein. Genau so. Und so. So, dann machen wir oben auch direkt mal weiter. Hier könnt ihr einfach zweimal so machen. Genauso wie hier. Hochklappen.
Und oben nochmal hier dasselbe. Und davor kommen einfach mal zwei Türen. Das ist nämlich ein Kleiderschrank. Dafür habt ihr auch die zwei Rüstungsständer. Und wenn ihr eine Rüstung habt, könnt ihr die auch dann da drauf packen. Aber meistens trägt man die ja sowieso. Dann geht's weiter hier mit dieser, mit einer Bücherecke. Einfach hier einmal so machen. Bis hier. Dann jetzt hier einfach einmal so. Und hier dann nochmal so. Hier kommt eine Laterne drauf. Und wenn ihr einen Ender Dragon Kopf habt, könnt ihr den dann auch hier so hinsetzen. Dann kommen wir noch zum Bett. Das Bett sieht so aus, wir setzen hier einfach das hier hin. Dann nehmen wir uns unsere vier Treppen, setzen die einfach mal so hier hin. Dann haben wir ja noch zwei Schilder. Die kann einfach hier und dahin. So, dann, wenn ihr eine Ender Chest habt, könnt ihr die auch hier gleich hinstellen. Und dann gibt es hier auch noch einen Teppich. Der kommt hier hin. Dann seid ihr nicht auch mit der Inneneinrichtung fertig und könnt euch aufs Dach begeben. Oben auf dem Dach könnt ihr auch erstmal direkt anfangen, indem ihr hier auf diesen Holzbalken einfach mal ganze Fichtenholzblöcke draufpackt. Und dann könnt ihr einfach hier außenrum, genau an diese Kante hier, genau hier, könnt ihr einfach auch noch Stufen hinpacken. Komplett außenrum. Hier unten ist übrigens diese Blöcke hier rausreißen, weil die braucht ihr noch fürs Dach jetzt. Nur so als kurze Info. Und jetzt geht's ja auch schon weiter. So, und zwar setzen wir jetzt hier einfach außenrum einmal Fichtenholzblöcke. Einfach so über dieses ganze Holz. Auch hier in der Mitte übrigens. So, und jetzt kommen hier einfach außenrum einmal Fichtenholzstufen, da wo wir gerade eben die Blöcke hingesetzt haben. So, und das Besondere hier dran ist, jetzt haben wir ein Glasdach. Das könnt ihr einfach hier genau auf der Höhe einfüllen, auch da drüben. So, hier oben sind wir jetzt dann auch komplett fertig und jetzt kümmern wir uns um den Keller. Die erste Sache, die wir machen, ist einfach erstmal hier diese Blöcke hier rauszuschlagen. Da kommt dieser glatte Stein rein. Wir sparen ja auch ein bisschen, wir wollen ja materialschonend bauen, deswegen setzen wir den nur hier bis einfach da hinten außenrum. Als nächstes müsst ihr jetzt einen Raum ausgraben, der hier genau das Haus unterirdisch quasi abbildet. Das seht ihr auch hier gut, denn genau hier ist euer Steinrahmen. Also so sollte es dann aussehen, wenn ihr das Ganze ausgegraben habt. Was ihr noch ausgraben könnt, sind hier diese Flächen, die ich hier markiert habe. Denn genau auf diese Flächen, da kommt jetzt gleich was rein. Wenn ihr das dann habt, könnt ihr auch gleich hier Fässer reinsetzen. Und in den Ecken, damit das schön verkleidet ist, einfach hier eine Steinsäule, da eine, genauso wie hier drüben auch und hier zwischen kommen noch die Steinziegeltreppen, genau in diesen Ecken hier. Und so sollte es dann aussehen, wenn es fertig ist. Und hier kommen später noch Öfen, deswegen könnt ihr hier einfach einmal so zumachen. Hier kommt natürlich die Treppe hin, deswegen ist das so. So, und hier könnt ihr dann eure Öfen reinsetzen, die ihr habt. Genau so. Dann könnt ihr auch schon direkt die Treppe bauen. Dann fangt ihr einfach hier oben wieder an und baut hier genau so runter. So, und jetzt könnt ihr hier noch an den freien Stellen, also wo man den Stein sieht, könnt ihr einfach einmal ausgraben. An den Stellen
Könnte dann auch den Cobblestone reinsetzen. Damit man, also wir sparen hier ein bisschen. Natürlich bekommt ihr auch den Cobblestone, also eigentlich hättet ihr den auch nicht farmen brauchen. Ah, ich denke, das ist nicht so schlimm. Jetzt fehlt nur noch der Boden. Dafür ist einmal hier die glatte Steinstufe und die polierte Andesitstufe. Die setzt ihr dann einfach hier so rein. Also grabt erst am besten den ganzen Boden aus. Und dann könnt ihr auch einfach direkt anfangen, einfach in so ein Muster hier das lang zu ziehen. Der Keller sollte dann, wenn ihr fertig seid, so aussehen. Dann kommen wir auch direkt nach oben wieder. Hier könnt ihr einfach auch direkt die Tür reinsetzen. Dann habt ihr die schon. Dann kommen wir hier noch zu diesem Raum hier. Hier kommen einfach hier mal die Fässer hin. Dann könnt ihr das hin, das hier. Hier, das hier so, noch zwei Öfen und ein Amboss. Dann ist der Raum hier auch fertig. Jetzt kommen wir noch hier zu draußen. Da fehlen ja hier noch, genau an diesen Stellen hier, fehlen hier noch Trapdoors. Einfach einmal hier außen rum, genau an den Stellen, wo halt eben das Holz, also wo so eine Kreuzung ist, also wo die aufeinandertreffen. Und das Ganze auch einmal da ganz oben. Ich zeige es euch gleich, wie es aussieht. Und so sollte das Ganze dann eben von außen aussehen. Jetzt kommen wir dann noch zum Weg. Also mit der Schaufel könnt ihr dann euch so einen Weg ziehen. Wenn ihr dann zu so einem Berg kommt, dann könnt ihr hier einfach so mit den Steinstufen, die ihr habt, da könnt ihr auch natürlich, kommt immer drauf an, ans Gelände. Vielleicht braucht ihr da auch noch ein bisschen mehr. Die könnt ihr dann einfach bis nach hier unten runterziehen einfach. Zum Beispiel so jetzt. Das war's dann auch mit diesem Video. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal.